Ich bin nix. Kind of friend. Stay high. Ist das Limit? Ja, ja. Hey Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Heute ist mal wieder ein Match angesagt, ja? Sie wollen wieder meine Skills testen, ne? Können sie haben? Hopp, hopp, galopp. Im Zirkus. Ich weiß nicht, was das wird. Ich bin mir nicht sicher, was das wird. Ich würde spontan sagen, ein Ziel werfen. Aber ich denke nicht so wie im Dschungellevel, sondern ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, ne? ...15.000... Ringe? Sind unser Ziel. Okay. Oh, das geht auf Zeit! Alles klar. Ich kapiere. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ja, doch, 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 doch. Ist klar, ist logisch, was hier von mir gewollt ist. Boah, ich versage übel. Ich versage übelst. Moment. So, wir machen jetzt mal hier den da. Ist das was Schlechtes oder was Gutes? Ich weiß es nicht. Was ist das? Hä? Was ist das? Ach, oh Gott, das ist nur so eine Art Gewicht. Okay. Ich kapiere. Ich habe kurz gebraucht, um in das Level-System reinzukommen, okay? Wir probieren das noch. What? Da gibt man sogar Game Over. Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. So, also. Jetzt probieren wir es nochmal. Ich kapiere. Jetzt starten wir direkt durch. Ja, das war ein bisschen verwirrend am Anfang. So, ich wollte dann irgendwie die Münzen haben und ich dachte mir so, hä, so, was verlangen sie hier von mir? Alles gut. Alles gut. Das ist tatsächlich relativ entspannt hier. Ja, da hätte ich halt auch. Oh boy. Aber kein Problem. Da können wir nochmal zurück und diesen Ring quasi nachträglich holen. Ich weiß gar nicht, ne, Red Coins wird es hier nicht geben, oder? Ich erinnere mich nicht daran, dass es Red Coins in Match-Leveln gab. Okay, den haben wir sogar noch mitbekommen, den Ring. Hätte ich mir persönlich, wenn ich das Spiel gewesen wäre, nicht gegeben. So, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier hoch? Ah, okay. So einfach kann es sein. So, Moment. Oh nein, es wird wieder turboknapp. Es wird wieder turboknapp. Aber, oh nein, nein, Stampfattacke, und es gibt hier Red Coins, oh kacke, dann habe ich safe schon welche vergessen, weil ich auf Münzen bisher gar nicht geachtet habe. Ich dachte mir, so brauche ich ja nicht. Okay, alles gut, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, hier durch diese Ringe zu kommen und ja, vielleicht die Blumen auch noch mitnehmen, ne, das kann ja auch nicht schaden, aber die haben jetzt erstmal Priorität, so, und dann machen wir hier genau. Alles gut. Da unten werden auch nochmal Münzen. Ne? Wie gesagt, das ist überall Potenzial. Das ist überall Potenzial für Red Coins. Oh nein, jetzt habe ich eine verpasst. Das ist fies gewesen. Das ist fies gewesen. Hier waren extrem viele rote Münzen. Oh nee, es wirkte, glaube ich, nur so. Ich glaube, es wirkte nur so. Da unten sind auch nochmal welche. So, ich mache einfach mal weiter. Ich laufe, ich habe nicht viel Plan von dem, was ich hier tue. Ohoho, sieh mal einer an. Drei Ringe hintereinander. Nochmal drei Ringe hintereinander. Ich kann ja hier schön lange in der Luft flattern. Und wenn ich, glaube ich, durch die durchfliege, dann habe ich die 15.000. Okay, alles gut. Ich glaube, alles auf einmal sammeln ist jetzt schwer möglich. Wir haben zumindest schon mal die Challenge abgeschlossen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber man muss tatsächlich fast jeden Ring hier mitnehmen. Ich glaube, ich habe nur einen vergessen. Oder zwei. Und wir haben schon mal alle Blumen. Also es sind wirklich nur noch die Red Coins das Problem. Und auf die habe ich jetzt ein wenig geachtet. Aber alles gut. Ein bisschen kurz das Level, oder? Also es wird jetzt so ein bisschen so... Ich will jetzt nicht fies sein, aber so... Ja, es hätte schon länger sein können. Aber die Match-Level waren ja noch nie wirklich lange. Wobei wir jetzt hier 4 Minuten für gebraucht haben. Also das ist schon ein bisschen kurz. Aber wir müssen es ja nochmal spielen. Und da werde ich jetzt auch direkt euch mitnehmen, weil ich glaube, es hat wenig Sinn hier zu cutten, weil wir haben sehr wenige rote Münzen gefunden. Und ja, das Level selber ist ja auch nicht so lang. Also können wir uns jetzt hier schön darauf konzentrieren, die sich falsch drehenden gelben Münzen einzusacken. So, die Ringe sind mir jetzt dann vollkommen egal. Ich kümmere mich jetzt nur noch ums Geld. So wie im Real Life, Freunde. Ne? Eigentlich ist mir alles egal. Ich brauche eigentlich nur das Geld. So, dann bin ich eigentlich ein glücklicher Mensch. Oh, das war eine schöne Kombo. Das hat mir gefallen.
Sieh mal, da waren wieder drei rote Münzen. Ja, es ist... So schnell kann's gehen. Oh nein, die brauche ich. Wait. Oh nein, Seil bleibt da. Die hatte ich safe schon davor. Aber ich nehme das mal mit. Da oben sind auch noch mal welche. Aber das sind ja auch die hatte ich ja alle schon. Oh boy. Der Zeitdruck schon wieder, Friends. Oh mein, stopp. Die Uhr war irgendwo da drüben, ne? Die Uhr war irgendwo da drüben. Habe ich. So. Alles bisher im einigermaßen grünen Bereich. Laut meiner Einschätzung. Muss ich hier nach unten? Es könnte sein, dass hier unten was ist. Ist es aber nicht. Hier ist nochmal Zeit. Ich weiß gar nicht, was macht denn die Zeit? Gefühlt, ohne jetzt drauf geguckt zu haben, würde ich sagen, die füllt einfach immer wieder auf 30 Sekunden auf. Aber ich bin mir nicht sicher. So, und hier oben könnten sie auch nochmal was versteckt haben. Ja, hier sind nämlich auch nochmal zwei. Aber mir fehlen immer noch verdammt viele. Mir fehlen tatsächlich immer noch verdammt viele. Und das Level ist jetzt bald vorbei. Also ich bin noch nicht so erfolgreich mit meiner Redcoin-Suche. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich meine, immerhin haben wir schon 15. Das ist solide. Aber ab hier habe ich auch im normalen Playthrough auf die roten Münzen geachtet. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich das getan habe. Aber ich war dann wohl nicht so erfolgreich. Oder nein, ich habe nochmal 5 Stück vergessen. Okay, Moment mal. Es gibt safe wieder irgendwo ein Geschenk, was ich mal wieder übersehen habe. Mit Sicherheit gibt es wieder irgendwo ein Geschenk. Aber dann fehlen mir immer noch 4. Okay, jetzt werde ich cutten. Ich dachte eigentlich, dass mein zweiter Durchlauf erfolgreicher wäre, aber irgendwie nicht so. Hä, ich habe trotzdem 11.500 gemacht, obwohl ich mich nur auf die Ringe konzentriert habe. Ja, das Match ist sehr machbar. So, 5 Red Coins noch. Hier oben könnte was sein. Ja, okay, hier sind auch schon die 4. Dann fehlt mir jetzt nur noch das Geschenk. Und da ist es auch schon. Ich sehe es. Es steht hier einfach. Ja, nein. Das Level setzt einen so unter Druck. Wenn man nicht bewusst aufs Geschenk schaut, dann sieht man das auch nicht. Vor allem, weil es sich auch farblich sehr gut in den Hintergrund einprägt. Aber wenn man darauf achtet, ist es leicht zu finden. Sehr schön. Da ist die gemalte Blume. So wie wir sie alle haben wollen. Und jetzt müssen wir aus der Zirkusmanege auch noch die ganzen Dogs mitnehmen. Aber ich denke, die Mission wird nicht so schwer sein. Dieses Level bietet nicht viele Verstecke. Also ich denke, wir werden halt irgendwo im Hintergrund diese Hunde rumtollen und irgendwo zwischen diesen ganzen Zuschauern und Pappaufstellern und so sein. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass diese Mission hier groß herausfordern wird. Aber das Karma hat uns schon häufig eines Besseren belehrt. Da hören wir doch auch schon Nummer 1. Aha. Und wir sehen auch schon Nummer 1. Juhu! Okay, da ist Nummer 2. Und läuft hier lang und verarscht mich, aber ich lasse mich nicht verarschen. Übrigens möchte ich hier mal auch positiv hervorheben, wie diese Scheigeister hier alle im Zirkusmuster rumlaufen. Nicht in Rot, sondern quasi so in so einem, ja, in so einem Joker-Clowns-Kostüm. Mega gut. So, und ich höre auch schon Nummer 3. Der läuft da hinten, ne? Genau, wie ich es vermutet habe. Jetzt genau läuft er da zwischen diesen Pappaufstellern lang. Genau das hatte ich ja auch vermutet. Nice. Juhu. Gar kein Problem. Wie erwartet. Aber das Level hat Spaß gemacht. Es war zwar kurz, und das klang vielleicht vorhin ein bisschen negativ, als es sein sollte. Es war zwar kurz, aber es hat verdammt viel Spaß gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, dass es länger wäre, weil es eben getaugt hat, dieses Level so zu spielen. Also so ein Level auf Zeit, so ein bisschen unter Zeitdruck, bringt viel Variation rein und ja, bringt in dieses doch sehr ruhige Spiel, wo man viel sucht und nachschaut, ein bisschen Action rein. Also fand ich eine gelungene Abwechslung. So, und bevor wir jetzt wieder die ganzen Souvenire suchen, das heutige Fanart, und das ist echt stark. Erinnert ihr euch noch an eines der allerersten Level, dieses Unterwasser-Level? Das hat der liebe LeonArt39 bzw. sein 10 Jahre alter Bruder nachgebaut. Und das sieht so stark aus, ne? Also allein schon die Fische, die in den Fäden aufgehängt wurden, der Hintergrund mit den Fischen, unten dieser Krebs, der gebaut wurde, und dann hat er, glaube ich, noch so... Ich weiß gar nicht, was ist es? Glitzer oder Sand oder Körner? Irgendwas auf den Boden gestreut, um diesen Sand... das sieht so gut aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oha, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Also, vielen lieben Dank an LeonArt39 fürs Posten und an seinen 10 Jahre alten Bruder fürs Machen. Er hat geschrieben, beide schauen meine Videos. Ich grüße euch beide. So, und jetzt suchen wir Kunstgewerke. Auf geht's. 5 Rabenluftschiffe. Okay, die habe ich schon vermutet. Salve. Salute. Helvetia,
Teutatia. Und jetzt habe ich eine verpasst. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Lutetia. Ihr fragt euch, welche Sprache das war? Das war absolutes dummes Geschwätz von mir. So, was möchtest du als nächstes? Ein Schnuffelbild. Das hängt doch safe in der Geistervilla, oder? Ja. Da liegt es. Oh, das sieht man nur, wenn man da hochklettert. Ey, ganz schön asozial. Ganovenschei, Guys. Okay. Die sind mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, beim Match, da achtest du auf nichts außer darauf, dass du nicht drauf gehst. Ich bin next. Confront. Stay high. Ist das Limit? Ja, ja. Okay, ich hab einen. Hier in der Menge steht ein Ganove. Haha. FBI, open up. Stabile Leistung, Hübi. Zwei gefunden. Haha. Ich sehe noch einen. Hier oben. Du Sohn einer Grapefruit. Da. Oh. Asozial. Ich sag nichts mehr. Eine Achterbahn. Okay. Ich hab keinen Schimmer. Da ist sie, oder? Das müsste doch die Achterbahn sein. Yep, das ist sie. Oh, den Zirkuswagen, den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gesehen. Der ist, hier im letzten Level auf der Rückseite. So, Freunde, da steht er. Und wenn ihr mich fragt, dann ist da drin einfach eine bekiffte Banane. Aber, I don't know. Großvateruhr. Ja, ich wollte sagen, safe wieder im Geisterhaus, aber die habe ich leider auch noch nicht gesehen. Da ist sie. Die Großvateruhr. Warum eigentlich nicht Großmutteruhr? Emanzipationsküskü. Oh, das Karussell habe ich auch schon gesehen. Das ist easy. Erstes Level vor der Seite. Skü-skü. Oh, ich weiß nicht, wo das Skü-skü herkommt, aber ich liebe es einfach nur. Es tut mir leid. Da hinten steht's. Relativ am Anfang vom Level sogar. Kann man fast nicht übersehen. Ich hab noch eine Bitte. Oh nein, nicht die Geister. Ja, aber das war schon absehbar. In. Weh. Dri. Ach, die sind so asozial. Vier. Wüf. Ses. Nein. Oh, ich habe mich verzählt. Ich habe Dri vergessen. Ich habe die Dri vergessen. Ich weiß es nicht mehr. En, Twe, Dri, Vier, Fünf, Ses. Das ist Afrikaans. Irgendwas, was man in Afrika spricht, vermutlich. Und das war's. Und das war's. Er ist happy. Und damit ist die Zirkuswelt abgeschlossen. Oh yeah. So, nicht anders muss das sein. Nein, ich will nicht mehr mit dir reden. Wir gehen beim nächsten Mal zu den Heiß-Kalt-Inseln. Oh, Lava-Eis. Das klingt verdammt gut. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Leute, hat euch gefallen. Ja, ich glaube, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Yoshi's Crafted World.